einen wunderschönen guten Morgen von mir. Wir haben jetzt 8:30 Uhr, ich bin schon unterwegs, fleißig, weil heute startet unsere Zwillingsspiel-Krabbelgruppe. Und da laufe ich zu Fuß hin, das sind ungefähr 2,5 Kilometer. Bin auch ein bisschen spät dran, ich habe das alles etwas knapp getaktet, aber wir sind auf dem Weg. Und ich muss euch auf jeden Fall auch später noch erzählen, was uns gestern passiert ist. Denn bei uns gab es gestern einen riesigen Knall und der Schock sitzt immer noch tief. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video und vergesst nicht, ein kostenloses Abo dazulassen. Und wenn euch das Video gefällt, gerne auch einen Daumen nach oben. Ich sage euch, das war jetzt sehr anstrengend und sehr viele Eindrücke sind ja nicht nur auf die Zwillinge herabgeprasselt, sondern auch auf mich. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht nass werden, weil das jetzt doch schon ziemlich düster aussieht und ich glaube, ich auch gerade schon einen Tropfen abbekommen habe. Ich muss aber jetzt mal locker eine halbe Stunde spazieren gehen, um nach Hause zu kommen. Drückt mir die Daumen. Das gab es heute zum Mittagessen. Das 8-Monats-Gläschen natürlich für den Leo mit Stückchen. Und für den Luca gab es Bio-Schinkennudeln mit Tomaten und Karotten ab dem 6. Monat. Jetzt muss ich ganz dringend mal durchatmen. Oh, ich stelle euch mal hier hin. Ich bin selbst so froh, gerade die Kamera zu halten. So. Mein Arm wird irgendwann immer schwer, wenn ich euch so festhalten muss. Aber ein Stativ kann ich ja auch so schlecht auf die Fensterbank stellen im Bad. Deswegen habe ich euch jetzt hier einfach angelehnt. Ich muss jetzt echt mal durchatmen, weil wir haben jetzt 20 nach 12. Ich hatte jetzt seit heute Morgen nur Action. Auch für mich war die Krabbelgruppe schon anstrengend. Also ich glaube zwar für die Jungs mehr, weil diese ganzen neuen Eindrücke sind natürlich für Kinder immer super, super aufregend und aber natürlich auch anstrengend. Also auf dem Rückweg sind beide eingeschlafen innerhalb von 5 bis 10 Minuten, nachdem wir losgegangen sind. Haben dann auch 30 Minuten geschlafen, aber mehr halt leider nicht. Bin noch extra einen großen Bogen gegangen, war noch mal kurz beim Rewe und habe mir da was beim Bäcker geholt, weil ich heute noch nichts gegessen hatte. Ich habe es heute Morgen einfach nicht geschafft. Ich hatte, glaube ich, ein Milchbrötchen gegessen. Ich hatte halt langsam auch Hunger einfach. Ich bin auch irgendwie gerade, habe ich gerade voll den Tiefpunkt. Ich habe, obwohl ich noch gar kein Mittag gegessen habe. Eigentlich, finde ich, kommt das immer so nach dem Mittagessen raus so richtig. Die Jungs haben jetzt eben zu Ende gegessen. Die sitzen jetzt im Hochstuhl. Ich habe den ein bisschen Dancing Fruits angemacht, nur für ein paar Minuten, damit ich mal ganz, ganz kurz durchatmen kann. Ich habe gerade schon gesaugt, damit ich gleich die Puzzlematte aufbauen kann, damit die zwei dann wieder spielen können. Wobei ich nicht weiß, ob denen jetzt das kurze Schläfchen gereicht hat oder ob sie dann doch gleich nochmal ein längeres oder vielleicht auch wieder ein kurzes Schläfchen machen, ein zweites Schläfchen. Ich bin euch noch schuldig, was gestern hier passiert ist. Ich hatte gestern Besuch von einer Freundin.
war auch alles gut. Der Leo wurde irgendwann müde. Wir haben ihn ins Bett gebracht. Der Luca, der hat in der Zeit hier weiter gespielt, hat, glaube ich, auch in der Zwischenzeit dann mal in der Federwiege geschlafen. Ich habe meiner Freundin, die ist nämlich gerade schwanger, habe ich einiges geben können, einiges schenken können von unseren Sachen, die wir noch haben von den Zwillingen. Unter anderem das Mobile, auch Kleidung. Dann hatte ich ihr noch ein, zwei Sachen besorgt zum Spielen, die auch bei uns hier immer gut angekommen sind, wie diese Knistertierchen zum Beispiel oder ein Beißring. Ist halt auch super wichtig, finde ich. Und es ist auch ihr erstes Kind, deswegen weiß sie halt einfach noch nicht so viel. Aber sie gehört jetzt auch nicht zu denen, die den ganzen Tag irgendwie im Internet hängen und googeln und machen und tun, was man alles braucht und so weiter, sondern die ist total entspannt. Sie ist jetzt irgendwie in der 32. Woche und sie hat auch noch keinen Kinderwagen. Ich habe dann auch gesagt, ja, vielleicht solltest du dich jetzt langsam mal drum kümmern, weil die Lieferzeit ist einfach länger. Das wusste sie zum Beispiel gar nicht. Also sie geht total entspannt an alles ran, das finde ich aber auch sehr gut. Aber sie ist auch allgemein eine sehr entspannte Person. Ja, was heißt ruhig? Das hört sich ja zu negativ an. Sie ist sehr entspannt. Sehr ruhig, sehr, kann es gar nicht erklären. Sie ist einfach nicht hektisch. Ja, sie ist einfach liebevoll und ruhig. So, aber das war jetzt gar nicht das Hauptthema, was ich erzählen wollte. Ich habe sie zum Auto gebracht, weil ich ihr dann doch noch beim Tragen helfen wollte. Julian war hier in der Zeit und hat eben auf die Kinder aufgepasst, obwohl ich ja nur kurz runter bin, aber ich habe dann doch noch mal kurz mit ihr unten auch im Auto gequatscht. Habe ihr beim Einladen geholfen und dann habe ich schon so 5 oder 10 Minuten habe ich schon ungefähr gebraucht, bis ich eben dann wieder oben war. Vielleicht waren es auch 15. Ich kann es euch nicht mehr sagen. Jedenfalls kam ich hoch und dann hatte Julian so den Leo auf dem Arm und sagt, da guck mal, da ist ja die Mama. Und ich sagte, oh, ist er wach geworden? Und Julian sagt, Leo ist gerade aus dem Bett gefallen. Bitte was? Ja, es hat einen lauten Plumps gegeben. Julian, also wir haben das Babyfon ja eigentlich immer an und gucken ja dann auch immer da drauf, ne? Auch ob Leo irgendwie wach wird oder so. Normalerweise entweder sehe ich, dass er wach wird oder er meldet sich halt. Er quakt dann da irgendwie rum, erzählt oder manchmal weint er auch, wenn er aufwacht. Hat er halt irgendwie nicht. Julian ist kurz Pipi machen gegangen und kam dann wieder. Es war im Wohnzimmer, hat sich noch nicht mal irgendwo hingesetzt oder so und dann hat er nur einen lauten Rums gehört. Ist natürlich sofort ins Schlafzimmer gesprintet. Er hat mir noch erzählt, er ist so schnell gerannt, dass er sich fast den Kopf am Türrahmen gehauen hat. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Jedenfalls ist Leo aus dem Bett gefallen. Keine Ahnung, wie er das geschafft hat, aber ich mache jetzt definitiv immer den Rausfallschutz hoch, wenn ich ihn da schlafen lasse und selber nicht im Schlafzimmer bin. Und auf der anderen Seite steht das Bett, wo Luca drin schläft. Also wenn er da rausfallen würde, dann würde er zu Luca ins Bett fallen. Das ist dann ja nur halb so schlimm als eine Matratze. So, ich habe die zwei jetzt in die Federwiege gelegt, habe mir erstmal noch so ein Laugenbrötchen geholt. Kann jetzt ein bisschen das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Irgendwas muss ich noch essen. Ist jetzt natürlich nicht besonders ausgewogen, aber kochen schaffe ich jetzt gerade nicht. Muss jetzt erstmal runterkommen. Möchte jetzt nicht wieder von einem zum anderen, deswegen snacke ich jetzt mal gerade das Laugenbrötchen zwischendurch. Normalerweise hätte ich sofort angefangen zu weinen, wenn ich das mitbekomme, dass er aus dem Bett fällt oder dass eins meiner Kinder aus dem Bett fällt oder sich irgendwie anderweitig wehtut. Aber Julian hatte ihn auf dem Arm und der war schon wieder am Lachen und so weiter. Natürlich habe ich mir direkt trotzdem voll die Sorgen gemacht. So typisch Frau einfach, sage ich, hast du denn nicht auf das Babyfon geachtet? Schon wieder so vorwurfsvoll, habe ich mich dann selber bei erwischt und dann sagte Julian auch so, ich war doch nur auf Toilette. Ich sage, ja, okay. Kann passieren, hätte mir genauso passieren können, obwohl ich ja nur ganz kurz auch unten war, kann ich ihm ja jetzt auch nicht die Schuld dafür geben, im Endeffekt, dass das passiert ist. Eigentlich war es dumm von uns, dass wir den Rausfallschutz nicht schon früher immer hochgemacht haben. Oder früher oder später wäre es wahrscheinlich eh passiert. Er ist eigentlich nicht so der große Krabbler im Bett, aber irgendwann fängt es halt ja nochmal an. Jetzt mussten wir es leider auf die harte Tour lernen. Unser Glück war einfach nur, dass unser Bett ist keine 70 cm hoch und man sagt, dass wenn die aus einer Höhe fallen, so hoch, also so groß, wie sie selber sind, also aus der eigenen Körpergrößenhöhe, das Wort gibt es nicht, aber ist egal, dann wäre es wohl nicht so schlimm. Ja, ist alles, was da drüber ist, wäre irgendwie ein bisschen schlimmer oder könnte schlimmer sein. Wir haben zum Glück auch keine Fliesen im Schlafzimmer, sondern eher sowas wie Laminatboden. Haben wir wahrscheinlich einfach Glück im Unglück gehabt. Auch, weil ich mir natürlich danach das nochmal angeguckt habe im Schlafzimmer. Direkt neben meinem Bett ist eine Heizung und das ist so eine ältere. Das ist die mit diesen Rippenheizungen, wo man noch dazwischen putzen kann. So. Und wenn er dagegen geknallt wäre, hätte er sich wahrscheinlich fett eine Platzwunde
schon dazu gezogen. Ist er aber nicht. Ich weiß auch nicht, wie er gefallen ist. Er muss irgendwie zum Rand gekrabbelt sein und hat dann halt nicht gesehen. Es war ja auch dunkel und er kann es dann auch gar nicht einschätzen, dass da eben das Bett zu Ende ist. Und ist wohl wirklich kopfüber darunter gefallen, denn er hatte gestern, jetzt sieht man das schon kaum noch, hatte er hier einen riesengroßen blauen Fleck. War richtig so, ja, was heißt Blut unterlaufen? Hört sich das schlimm an. Es war wie so ein richtiger blauer Fleck, wie so ein Horn. Sieht man heute aber auch kaum noch. Ich weiß nicht, ob das ist, weil Babys irgendwie gutes Heilfleisch haben oder so. Heute sieht man halt wirklich eigentlich gar nicht mehr, dass er gefallen ist. Ich habe ihn natürlich gestern streng unter Beobachtung gehalten. Ich habe auch erst überlegt, oh, soll ich mit ihm zum Kinderarzt fahren oder nicht. Aber er schien ganz normal sich zu verhalten. Seine Pupillen haben ganz normal reagiert. Das habe ich nämlich auch direkt getestet. Bin direkt mit der Handytaschenlampe rangegangen, habe geguckt, ob die größer und kleiner werden. Er war fröhlich, er hat gelacht, er hat uns keinerlei Anzeichen gegeben, dass irgendwas Schlimmeres sein könnte. Wir haben natürlich dann auch danach noch weiter drauf geachtet, auf irgendwelche Anzeichen mit Müdigkeit, Erbrechen und so weiter, was man dann halt so macht wegen der Gehirnerschütterung. Klopf auf Holz, ich habe gerade nichts anderes. Ist halt alles gut gegangen, der Schock saß trotzdem tief und ich habe ihn bestimmt noch 10-mal gestern noch zusätzlich irgendwie mal zu mir geholt und gekuschelt, weil ich mir so dachte, mein kleines Baby. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt überhaupt noch zum Mittagsschlaf in die Mitte des Bettes lege. Ich weiß es nicht. Vielleicht lege ich ihn jetzt auch einfach trotz des Rausfallschutzes einfach nicht dahin, wenn ich nicht da bin, außer abends halt, bevor wir ins Bett gehen. Vielleicht lege ich ihn einfach in das Bett, was wir neben unserem Bett haben, wo Luca immer drin schläft. Weil Luca macht da sowieso keinen Mittagsschlaf drin. Also in der Regel macht er da keinen Mittagsschlaf drin. Das ist wirklich selten. Deswegen ist das Bett ja eh frei. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Mittagsschlaf ist ausgefallen. Also zumindest bis jetzt. Wir haben jetzt gleich 14 Uhr und hier ist nicht an Schlaf zu denken. Aber 30 Minuten Schläfchen am Vormittag reichen eigentlich nicht bis 19 Uhr. Und für mich und für Mirko gibt es jetzt, nee, der Esel nennt sich immer zuerst. Für Mirko und für mich gibt es jetzt Puddingteilchen. Endlich habe ich mal richtig Ruhe. Ich bin gerade sogar ohne Radio, ohne Musik, ohne alles Auto gefahren. Ich habe jetzt Physiotherapie jetzt gleich und ich genieße das, dass ich jetzt einfach mal heute das erste Mal ohne die Kinder sein kann, ohne die Kinder im Sinne von, dass ich jetzt einfach mal sagen kann, so Schatz, hier, nimm die Kinder, ich bin jetzt mal kurz weg. Muss ja nicht mal zwingend sein, dass ich das Haus verlasse, aber schon alleine zu Hause zu sagen, ja, ich möchte jetzt mal in Ruhe einen Kaffee trinken oder mal gerade einfach mal alleine aufs Klo gehen, ohne immer im Hinterkopf haben zu müssen, eben, dass die Kinder jeden Moment schreien können oder mich brauchen aus irgendeinem Grund. Es war schon sehr anstrengend heute, vielleicht auch dem geschuldet, dass meine Grammatik ist wieder wunderbar heute. Vielleicht ist es dem geschuldet, dass wir eben heute bei der Krabbelgruppe waren, weil Leo wollte einfach nicht schlafen.
er hat diese halbe Stunde geschlafen, von 10:30 bis 11, bis wir dann irgendwie, keine Ahnung, hier irgendwo unterwegs waren. Und danach hat er einfach nicht mehr geschlafen. Und wir haben jetzt mittlerweile schon 4:30 und er ist immer noch wach. Und ich habe schon zu Julian gesagt, das wird richtig, richtig sportlich, wenn er bis 19 Uhr wach bleiben soll, weil dann hat er ja 8 Stunden nicht geschlafen. Und das ist für ein 9 Monate altes Baby meiner Meinung nach viel zu lange. Also eigentlich hätte da noch dringend ein Nap reingemusst irgendwo. Aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe alles versucht, wirklich alles. Egal ob Federwiege oder eben im Schlafzimmer, egal in welchem Bett, egal mit welcher Musik, egal ob ich dann nachher Dancing Fruits ihm angemacht habe, damit er schläft, hat nichts funktioniert. Er wollte einfach nicht schlafen. Er wollte einfach nicht schlafen. Ich würde es ja nicht schlimm finden. Irgendwann werden die sowieso nicht mehr schlafen. Aber was mich total nervt, ist einfach, dass er dann so seine Laune so richtig im Keller ist. Das finde ich richtig nervig, weil ich bin ja auch nur Mensch, ne? Und wenn jemand dann natürlich die ganze Zeit so biestig zu dir ist, also ich will jetzt nicht sagen, er ist jetzt nicht richtig biestig, aber er ist halt einfach schlecht gelaunt, weil er eigentlich doch müde ist und eigentlich wollte ich die beiden schon nach dem Mittagessen hinlegen und da hat keiner von beiden geschlafen. Luca ist jetzt eben irgendwann dann in der Federwiege mal eingeschlafen, ich glaube um 15 Uhr. Ja, und das, keine Ahnung. So, Leo, nee. Keine Chance. Bin gespannt, ob der dann heute schon um 18 Uhr ins Bett muss oder was. Ich weiß auch nicht. Aber ich muss jetzt erstmal zur Physio, sonst komme ich nämlich zu spät. Ja, 5 Minuten muss ich da sein. Muss jetzt aussteigen. Meine Parkscheibe muss ich noch rauslegen. Bin gespannt, was heute gemacht wird. Und soll ich eigentlich noch erzählen? Irgendwas wollte ich noch erzählt haben. Ja, es gab eben auf jeden Fall auch noch einen Obst-Getreidebrei. Beide hatten Mittagessen. Oh, ich weiß nicht, mein Hirn ist gerade matsch. Also, wie gesagt, es ist mir total egal, wenn die Kinder den ganzen Tag wach sind. Es sollte sich nur nicht unbedingt in der Laune widerspiegeln, wenn sie eigentlich viel zu müde sind. Heute war es gefühlt nicht so richtig produktiv bei der Physio. Zumindest hat es sich für mich nicht produktiv angefühlt. Im Endeffekt war es wahrscheinlich genauso produktiv wie sonst auch. Nur sonst musste ich mich halt auf so eine Liege legen und sie hat halt irgendwelche Druckmassierpunkte oder so abgearbeitet. Und heute hat sie mir gezeigt, wie ich mich gerade an eine Wand stelle. Hätte ich wahrscheinlich auch ein YouTube-Video zu gucken können, aber gut. Gehört halt irgendwie alles dazu. Es bringt halt nichts, wenn sie nur irgendwelche Verspannungen löst oder so. Ich meine, ich muss halt auch entsprechend die Haltung hinkriegen, dass das nicht alles wieder komplett absackt. Kann ja nicht immer irgendwie eine Massage oder sowas sein, wobei eine richtige Massage hatte ich auch bis jetzt noch nicht. Aber ich habe ja ursprünglich Krankengymnastik verschrieben bekommen. Von daher kann ich mich, glaube ich, nicht beschweren. Ich räume jetzt hier gerade noch ein bisschen auf. Die Jungs sind nämlich jetzt schon im Bett. Es war heute auch echt... Okay, die Tür quietscht echt. Es war heute wirklich eine Meisterleistung, das irgendwie hinzukriegen, die bei Laune zu halten. Der Leo war irgendwann wirklich an einem Punkt. Ich glaube, da habe ich ihn noch nie erlebt. Da ging gar nichts mehr. Also, dass wir es jetzt geschafft haben, die noch so lange zu ziehen, das war wirklich, wirklich eine Meisterleistung. Ich werde jetzt hier noch was kochen. Allerdings hat Julians Tochter nämlich schon gegessen, weil die jetzt gleich ins Bett geht. Morgen ist ja Kindergarten und die kommt mit wenig Schlaf noch nicht so gut zurecht. Was ja verständlich ist. Mirko wird wahrscheinlich auch in einer Stunde ins Bett gehen, aber ich mache jetzt hier erstmal noch das hier. Wobei die Frage ist, ob Mirko das mögen wird, obwohl ich da eigentlich kein Problem sehe, weil er mag Kartoffeln, er mag Thunfisch. Gut, Julian wird es natürlich nicht mögen. Der muss sich dann halt was anderes machen. Da steht 10 Minuten Vorbereitung und das ganze Gericht dauert aber 45 bis 55 Minuten. Sowas liebe ich ja, ne? Wenn ich wenig vorbereiten muss. Ja gut, die Kartoffeln müssen in den Backofen. Und danach müssen sie nochmal in den Backofen. Weil da noch der Käse dazu kommt. Ja. Dann mache ich das jetzt einfach mal, weil sonst wird es dann doch wieder zu spät, auch für Mirko, wenn das jetzt wirklich fast eine Stunde dauert. Essen ist fertig und Sissy hat auch schon den Thunfisch gerochen.
Deswegen läufst du mir auch hinterher. Ich freue mich so. So, jetzt sitze ich hier schon halb im Dunkeln. Die Qualität lässt natürlich zu wünschen übrig, aber ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust, jetzt das große Licht anzumachen. Es ist gerade so gemütlich hier, dass man noch so ein bisschen nach draußen gucken kann, wie die Sonne untergeht. Und es ist trotzdem strahlend blauer Himmel, finde ich super schön. Habe ich eigentlich eben erwähnt, dass Leo heute 8 Stunden wach war? Ich weiß es gar nicht mehr. Der war einfach 8 Stunden wach. Ich verstehe das nicht, wie der das ausgehalten hat. Ne? Natürlich war es sehr anstrengend, aber 8 Stunden, das ist ja viel zu viel für ein Baby mit 9 Monaten. Er ist auf jeden Fall eben so dermaßen schnell eingeschlafen. Ich glaube, ich habe den hingelegt. 10 Sekunden später hat er schon geschnarcht. Also der war richtig, richtig durch. Und gerade habe ich Instagram geöffnet und da wurde mir ein Beitrag angezeigt, als hätte mein Handy mich wieder belauscht oder so. Da stand, sind deine Nächte unruhig? Schläft dein Kind tagsüber zu wenig? Beides hängt unmittelbar zusammen. Und ich denke mir so, toll. Dann erwartet mich ja, wenn ich danach gehe, jetzt eine super tolle Nacht, weil er eben heute tagsüber nicht geschlafen hat, bis auf diese 30 Minuten. We will see. Ich verabschiede mich jetzt auf jeden Fall hiermit und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.